Meine Freunde, willkommen zum letzten Video, beziehungsweise ich weiß noch nicht genau. Ihr habt mich beim letzten Mal scheitern gesehen, ich habe mich verklickt. Mein Plan ist es immer noch, hier einmal lebend durchzukommen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Letztes Mal ist es dumm gelaufen, da lief auch dann noch mein Antivirprogramm genau durchs Bild. Ich habe nicht mehr viel gesehen und ich könnte mich jetzt rausreden. Ich habe versagt, sagen was wie es ist. Ich beschönige nichts, ihr kennt das. Aber jetzt geht das hier weiter. Und jetzt werden wir nochmal in die Kammer des Schreckens gehen. Ne? So, ich muss mal ganz kurz hier zim, zam, zum. Und ne, das Video mit Dawn breche ich ab. Ne? Oder wollt ihr... Lass uns mal durchlaufen. Ne? Ist ja eine neue Folge, die anfängt. Ist das schon ein bisschen her, dass ihr die letzte wahrscheinlich gesehen habt. Vielleicht gestern oder so, ich weiß es nicht. Ne? Und ne, wie sagt das im Englischen übrigens schöner, ne? The woman's body is a wonderful thing, but the head is useless. Hier sagt er immer, der Kopf nutzlos. Also ich finde das englische Original schon schöner, muss ich sagen. Ne? Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Ich muss mich jetzt total konzentrieren, liebe Leute, bin ich ehrlich. Weil ich, ihr wisst ja, dass ich beim letzten Mal versagt habe. Übrigens, ich konnte das Spiel nicht mehr laden. Das heißt, wir spielen jetzt tatsächlich das nackte letzte Kapitel. Das bedeutet, ich habe auch das Kreuz nicht mehr. Das heißt, wir müssen den Weg jetzt so gehen, wie wir ihn jetzt gehen werden. Wenn ich es denn dann hinkriege. Ja, wenn ich es nicht hinkriege, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. Wir sehen jetzt, ne? Der Herr ist useless, ne? You like my work? Gefällt dir meine Arbeit? Ja, ja, auf jeden Fall. Der Körper einer Frau ist wunderbar. Ja, ja. Aber der Kopf? Nutzlos. Das würdest du nicht sagen. Das siehst du aus der falschen Perspektive. Du bist großartig, ey. Ja, das weiß ich, danke. Aber du warst immer eine gute Ergänzung. So, pass mal auf, liebe Leute. Jetzt muss ich echt gucken. Jetzt muss ich total gucken. Ich will jetzt echt, das will ich diesmal schaffen. Ich will es schaffen, ich will es schaffen, ich will es schaffen. Als erstes ein bisschen, ne? Abflussfrei, nur das macht den Abflussfrei. Okay, dumm. Dann hauen wir jetzt auf jeden Fall ab. Zip. Und schreit er wie ein Mädchen, das ist im Englischen auch besser gemacht. Adrien! Ah, genau, ne? Adrien heißen wir, aber das macht nichts. Und jetzt gehst du mal hier rein, Baby, super. Ja, dann klauen wir uns die Scherbe, wummdi-wummdi. Ich will das diesmal echt packen, liebe Leute, denn, ne? Wie gesagt, man kann das abkürzen, aber ich will euch auf jeden Fall die lange Fassung zeigen. Jetzt müssen wir das Kreuz holen, denn wir haben es nicht. So, pass mal auf. Ja, ja, ja. Dumdi-dumdi, bitte sehr. Doch, mein Freund. Okay, will sagen, Scherbe weg. Scherbe weg. Oh. Na, das ist immer unter Druck, ne? Da bin ich immer, das ist egal. So, pass mal auf. Der Drache weiß den Weg. Wuppdi-wappdi rein da. Okay. Bis jetzt sieht es noch gut aus. Wir liegen, glaube ich, gut in der Zeit. So, pass mal auf. Hier darf ich jetzt nicht rumträumen. Summ, dumm, dumm, dumm. Du drehst da mal dran. Wir wissen, er kommt hier auf die Schliche, beziehungsweise er zieht dich wieder raus. Oder? Partytime? Partytime! Okay. Oh. Da machst du ein bisschen Liebe. Ja, ja, ein bisschen Liebe. Okay, raus da. So, jetzt muss ich aufpassen, sonst darf ich mich nicht verklicken, mein Lieber, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Komm, spring! Adrien, spring! So, okay. Gut, jetzt mal hier hin. Alright. Ich muss halt jetzt immer darauf achten, dass ich, weil der Cursor wird, ne, der wird, ich weiß nicht, wann der wirklich wieder da ist, deswegen muss ich den ja gelegentlich mal im Bild lassen. So, pass mal, jetzt müssen wir auf jeden Fall den richtigen Weg nehmen. Den richtigen Weg jetzt, ne, sie geht erstmal dahin und das ist ein bisschen tricky, wir müssen hier hin. So, okay, das war schon mal gut. Das hat vielleicht beim letzten Mal nicht so gut geklappt, ne, da haben wir irgendwie Scheiße gemacht, ne, beziehungsweise ich habe natürlich Scheiße gemacht. Jetzt gehst du hier hin, Adrien, Baby, bitte sehr. Okay. So, jetzt sehen wir den guten Cyrus leider, ne, der hat's auch nicht geschafft. Wenn ich auch nicht sage, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das noch ganz andere Dinge gibt, die wir noch sehen werden. Cyrus, Baby, es tut uns leid. Es tut uns echt leid. So, ihr seht, hier blinkert das Ding jetzt, ne? Aber wir haben das Kreuz nicht, ne? Und ich ja schon mal gesagt, man kann die Kapitel auch unabhängig voneinander durchspielen. Das Kreuz liegt jetzt hier, ne? Und steckst es dann bitte ein, Baby, ne?
Und diesmal müssen wir uns verstecken, verdorren, sonst klappt das nicht anders, ne? Ich darf mich nur nicht gleich verklicken, das wäre ganz, ganz fürchterlich. Sonst, Adrian! Genau, es kommt Dorn. Wo bist du? Ja, wo bist du? Du spielst ein bisschen Verstecken? Leute. Schwer. Komm, du schaffst es. Drück noch ein bisschen. Adrian, drücken. Ja. Sie schaut gut aus. Okay, da haben wir jetzt der Kreuz. Das ist eine gute Sache. Die brauchen wir nämlich, der Kreuz. Wir gehen zu den Toten in den Sarg. Das ist kuschelig bestimmt, ne? Adrian. 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 Wo bist du, Liebling? Hier! Adrian? Liebes! Donny! Ich fühle mich heute wirklich nicht gut! Warum machen wir nicht ein Picknick? Okay! Heute ist ein guter Tag das dafür! Das stimmt doch! Das stimmt doch! Adrian? Adrian! Warum kommst du nicht raus und spielst mit mir? Allein macht es keinen Spaß! Das kann ich verstehen, Don. Das kann ich gut verstehen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Komm schön raus, Adrian. Ah, das machst du gut, das machst du sehr gut. Ah, okay. Alright, so, wir stecken der Ding weg und machen jetzt hier wieder Trick 17, damit der Dawn einen auf den Rifted River kriegt, ne? Okay, im englischen Original erzählt er dann ein bisschen was, da sieht man auch, dass er die Lippen bewegt, aber hier nicht sagt er nicht Cyrus. Ne? Rest in peace, mein Freund. Gut, sie rennt jetzt ein bisschen und das kann ich verstehen, ich würde auch rennen. Allerdings, wir haben es ja noch lange nicht geschafft. Hier, Adrian, da in die Richtung bitte. Okay. So, nun, wir müssen gehen in die Richtung. Ich glaube, das sieht diesmal besser aus. Das sieht mir viel besser aus. Das sind wir in der Archer. Okay. Harriet? Ich bin hungrig, Liebes. Wie wär's mit einer Pizza? Mit extra Soße. Oh, nein! Nein! Okay, Saris und Harriet haben's beide nicht geschafft, wie ihr seht. Das ist sehr, sehr tragisch. Oh, Adrian! Adrian, was haben wir hier? Das ist Dawns Jacke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der gute Dawn ist mächtig verrückt, ne? Das sieht man an seiner Perücke, ne? Das wird kein Mensch so tragen. Nein, er hat Harriet skalpiert vorhin. Habt ihr das gesehen? Das ist auf jeden Fall alles andere als gesund. Das ist ein totaler mein kranker Scheiß. Gott, er hat noch den Schneemann. Got this Norman. Yeah, already. Yeah. Komm, steck das Ding ein. Es wird schon brenzlig genug. Baby! Okay. Adrian? Adrian? Oh, Adrian? Adrian? Wir verstecken uns erstmal. Wir spielen immer noch Verstecken. Das ist. Komm rein da! Adrian? Oh, Adrian? Oh, Adrian? Adrian, mein Liebling. Überraschung! Ich dachte, du lebst, Mac! Falsch gedacht. Also dich schon, aber den Besessenen doch nicht. Gut, jetzt müssen wir wieder weg. Jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir müssen mich jetzt genau in diese Richtung, denn andere Richtung wäre tödlich gewesen, aber zu den Toten sag ich noch was. Jetzt müssen wir hier durch, okay. Okay, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich glaube, wir müssen hier auf dieses Ding, müssen wir, glaube ich, raus. Komm, gib Gas. Adrian, gib Gas. Gib Gas, gib Gas. Wir haben den Snowman, wir haben das Kreuz. Okay. Komm, gib Gas, Adrian, gib Gas! Das ist eine Sache der Zeit. Okay, komm. Cursor. So, jetzt muss ich euch noch was zeigen. Wir haben ja zwei Leichen schon gesehen und ihr habt ja gesehen, der Kabelmann war ja auch noch mit an Bord, ne? Und darf ich vorstellen, der Telefonmann. Okay, zurück. Komm, gib mir den Cursor. Zim, wumm. Telefonmann haben wir auch gesehen, haben wir alle drei. Komm, fass das Ding an, gib Gas, Mensch, Mädchen! Oh, diese Frauen, diese Ruhe weg hier!
The Americana, this is disgusting. Alright. So, jetzt kommt's drauf an. Kommen wir aus der Sache raus oder kommen wir nicht raus? Okay, dann raus hier. Komm, Baby, Baby, Baby. Nun warte nicht so lange, renn! Boah, das hat mich immer wett, das macht mich kirre. So, hier, dann da hier, ne, raus, wuppdiwappdi. Komm, nun warte nicht so lange, ich hab geklickt, Adrian! Nun mach! Oh, Adrian, Baby! Okay. Jetzt darf ich mich beim letzten Mal nicht verklickern, weil das ist so ganz tricky, weil ihr habt gesehen, der Pfeil geht erst nach unten und dann wird man nämlich zurückgehen und wird man down, genau. Das ist sehr gemein gemacht. Sierra war schon ein sehr, ne? Die wussten schon, was gedroschen war, ne? Im Spielemarkthersteller. So, pass mal auf, Edun. Jetzt gehen wir hier rein. Sim, denn, ne, der gute Dings sagte, wir brauchen das Buch. Und jetzt, meine lieben Freunde. Wir könnten ihn jetzt, wenn uns was fehlen würde. Willst du noch etwas von meiner Kunst sehen? Wenn es noch was fehlen würde, könnten wir ihm jetzt den Hammer über den Kopf hauen. Ne, glaube ich gar nicht. Das ist Mädchen, Adrian. Ich kann dir nicht länger trauen. Du zwingst mich dazu. Ich muss dich bestrafen. Okay, Freunde. Don, Baby, da steh mal. Kannst du dich daran erinnern? Hm. Kannst du dich erinnern, als du ihn mir gegeben hast? Hm. Bitte, Don. Tu es nicht. Das war alles. Okay, gut. Wir müssen jetzt da lang, Freunde. Wir wissen, das ist ein Weitersprung. Aber durch Zauberhand. Wir haben durch zufällig hier einen Regenrohr gefunden und das werden wir jetzt mal schnappen. Und, komm, Adrian, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Spring, 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 spring. Und machen sie, und machen sie, und machen sie. Wow, gutes Girl, good girl, come on. Das wird glitschig, aber du schaffst das. Edwin, Baby, du schaffst das, du schaffst das. Come on, good girl. Da werden wir so nicht reinfahren. Nein, nein, nein. Soll ich für dich singen, Baby? Ich sing für dich. Aber ich glaube, du hast andere Sorgen, ja? Okay. Okay.
Mr. Green. Warum müssen die Geister nicht grün leuchten? Das ist so. Mach die Tür auf, aber überhaupt nicht das Blut. Tod. Okay, Moment, hier, pass mal auf, Adrian, hier, da, wir müssen nämlich gar nichts machen an Verriegelung, sonst ist der Geist in 2 Sekunden drin. Wir müssen es ein bisschen schwerer machen. Ich hätte gesagt, ich will hier einen perfekten Run hinlegen. Ich will das auf jeden Fall beim ersten Mal überleben, die Leben, die Todeszeige für den Schwester. Okay. Der Mann hat auf jeden Fall das ist kein, hat er die kleinen Dinge reingeschleppt, hat er ja gesagt, ne? Und der Stein von Abu Dhabi oder was ist das für ein Stein? Komm mal runter, Baby, du bist jetzt der Fall. Komm! Okay, ich muss aber aufhören. Altar. Okay, wir müssen Blade packen aus der Burg auf die Altar. Komm, Adrian. Alright. Das machst du sehr gut. Das machst du wunderbar. Der Kollege wartet noch ein bisschen. Ist wahrscheinlich gerade eine Nasepuppe, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Kann ich singen? Ich will meine Singen. Latein! Ich muss mich erinnern. Ja, du musst dich erinnern. Oh Gott, ich glaube, ich könnte das nicht in Latein. Also. Mein Latein ist, glaube ich, so rudimentär wie das nicht. Intra Circulum Magicum. Kreis, magischer Kreis. Eintreten. Stehen? Im Kreis. Innerhalb Kreis. Magischer Kreis. Ich bin schon im Kreis. Wir sind im Kreis, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Komm, weiter. Ponte. Fascinum. In Paginam. Abertam. Libri. Stelle. Stelle. Den Talisman. Talisman. Auf offene Buchseite. Talisman? Talisman. Könnte der Kollege vielleicht einen Talisman mitnehmen? Das ist da nicht Kano, nicht der richtige Kano. So viel Zeit haben wir nicht, der Mann hat. Wir müssen mit dem Talisman laufen. Also ist das gut, jetzt machen wir ein bisschen schneller dann. Wir haben es ein bisschen eilig. Irgendwie haben wir es eilig. Okay. Dann hat sie gesagt, alles gut, genau, auf das Buchstaben, komm, stell drauf. Ganz ruhig, ich singe auch für dich, wenn ich fertig bist. Yeah. Geh mal weiter, komm. Pilate, Sanguinem, Humanum, Super Fascinum. Was jetzt, komm! Blut eines Lebenden. Eines lebenden Mannes. Ja, komm. Das reicht. Oder warte, komm. Person, das bist du. Adrian, komm. Über den Talisman. Du bist die einzig lebende Person, die da umschlossen wird. Komm. Ne, hier, dann. Müssen wir nicht lange denken. Ne? Es gibt nur noch Adrian als einzig lebende. Kann ich das tun? Der Kollege draußen, was der macht, wissen wir. Ja, du kannst das tun, Adrian. Dein Arsch hängt davon ab. Mensch, das ist... Beatum, Super Fascinum, et can date hoc Carmen. Halte gesegneten Gegenstand über Talisman und spreche die Beschwörung. Komm, der Kollege, komm, mach, gib mir den Cursor, ich will das schaffen, gib mir den Cursor.
da ist ja so Flasche weg vom Dumm. Bitte sehr. Ian, Spiritus Malus, Ite Infasinum, Infasinum, Sempiterum. Infasinum, Claudite, Ostium, Munde tenebricosi. Erklärt man in so einer Geschichte den Bullen, Freunde? Meine Leute, das war's. Wie Peter Maris. Wir haben's geschafft. Ich bin tatsächlich in einem Mal durchgekommen. Ich hätte es nicht gedacht. In the heat of the night, I can feel your love. Feel love. Ich weiß nicht, ob es konnte, da die Treffer gibt. Denn das Lied kommt mir irgendwie bekannt vor. Und so eine schöne Musik, ne? Das ist irgendwie. Okay, cool. Ich glaube, den haben sie auch damals hier inzwischen. Irgendwie kommt mir der bekannt vor, keine Ahnung. Habe ich vielleicht schon mal gesehen, die Leute sind echt durch. Wir haben den bösen Dämonen vernichtet. Alle, die wir kennengelernt haben im Haus, sind im Haus geblieben. Ich würde mich ja echt interessieren, wie das den Bullen erklärst. Ja, komm, Dämon, und alle platt gemacht, ne? Ja, genau. Dann sitzt du da mit deinem kurzen Hemd. Ja, es war trashig, meine Leute. Es war ein absolutes Trash-Game. Aber ich finde es trotzdem immer noch einfach cool. Wir werden auf jeden Fall gleich mal schauen. Das Lied wird nicht ewig dauern. Ich werde auf jeden Fall abschließend noch ein paar Worte sagen. Was ich jetzt schon mal sage, weil ich nicht weiß, wie laut die Musik da reinballert. Yeah. Meine Leute, wir werden auf jeden Fall. Ich habe mir gemacht eine Strategie. Ich meine, ich brauche jetzt nicht mehr amerikanischen Akzent zu sprechen, weil das Spiel ist vorbei und der Angst ist immer noch ein bisschen da. Deswegen
Und ich hatte mir vorher eine Strategie zurechtgelegt. Will heißen, ich wollte da beim ersten Mal durchkommen. Es ist mir nicht ganz gelungen, weil ich in der vorherigen Folge einmal den falschen Klick gemacht habe. Und das ist da tödlich. Und es wird auf jeden Fall noch eine extra, eine Bonusfolge geben, wo ich euch die ganzen Tode mal zeige. Einige der Tode, die hier im Spiel noch möglich gewesen sind. Ich weiß noch nicht genau, wo ich da anfange. Vermutlich bei der letzten Sequenz, weil die Tode von Dawn sind nicht so wirklich so, ne? Der erwürgt die immer nur. Ne? Also das ist relativ langweilig, aber das Monster hat noch ein paar ganz nette Moves drauf. Und da gucken wir dann mal. Vielleicht gucken wir ein paar Dawn, wir schauen mal. Wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Ja, und jetzt ist es erstmal durch. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen habe ich gemacht? 28, 29? War doch relativ schnell zu Ende. Aber, ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Musik ist so schön. Der typische 80er, 90er Jahre Sound, ne? Mit dem Music Man als Effektgerät, coole Sache das. Okay, das waren echte Schauspieler in den Filmsequenzen und blablabla. Ne? Das heißt, die haben das in Greenscreens gedreht und richtig große Animationen und aufwendig und blablabla. Ne? Wir werden jetzt gleich, wenn die zurückgeht in die Uhrmaske, können wir uns nochmal anschauen, was wir gemacht haben. Aber das, warum sollten wir das tun wollen? Wir haben es ja gesehen. Oder wollt ihr es nochmal sehen? Okay, gut. Ich glaube, es kommt keine Musik mehr. Das heißt, ne, liebe Leute, dann kann ich jetzt nochmal ein paar Sachen sagen. Spiel ist vorbei. Phantasmagoria. Ich finde es trashig, aber geil. Mit echten Schauspielern, da sieht ihr es, ne, 95, das war ne, Sierra Online 95. Sierra hat schon so ein paar nette Features eingebaut, muss man sagen. Gut, was machen wir? Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir können jetzt uns den Dings anschauen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt klicke, ob dann der ganze Sound mitkommt, dann muss ich wieder drüber sprechen. Deswegen machen wir mal Ärger. Wir machen auf Ende. Dann ist hier ein schönes DOS-Fenster und ihr seht in meiner DOS-Box und ich kann auch ein paar Sachen sagen. So, ne? Wie gesagt, das ist vorbei und Scary DOS, ihr seht es. Ne? Ich fand's toll. Ich fand es von Anfang an bis zum Schluss, also wie gesagt, die deutsche Übersetzung ist, pardon, ist gewöhnungsbedürftig, ne, weil die auch sehr viel einen amerikanischen Akzent haben. Es ist auch von der, sagen wir mal, Soundqualität jetzt nicht so gut wie das englische Original. Ich habe im Laufe des Let's Plays mir das englische Original dann auch gekauft in der guten alten Good Old Games, also GOG, weil ich das mit dem CD-Wechsel nicht mehr hingekriegt habe. Ich wusste nicht genau, was ich machen sollte, bis ich dann das gefunden habe, wie das letztendlich funktioniert. Und dann konnten wir es also auch so weiterspielen, was einen Vorteil hat, weil die Videos in der GOG-Version sehr, sehr klein sind. Ne? Und hier haben wir es zumindest mal als Vollbild gesehen. Ja, was kann ich über das Spiel sagen? Ich habe es damals im Original gespielt und es hat nichts an Charme und Flair verloren und ja, ich finde es geil. Es ist trashig und er sagt auch irgendwie, ich glaube, das Zweikampfsofa hat, glaube ich, geschrieben, es wäre ein totales Trash-Game, so schlecht, dass es schon wieder geil war und das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Ne? Ich finde es trashig, aber ich finde es auch echt richtig cool gemacht. Ne? Und ja, ich bin froh, dass ich den langen Weg nochmal genommen habe, ne, zum Schluss, ne, dass wir noch die Flucht mussten wir jetzt in dieser Folge machen. Hätten wir in der letzten Folge nicht gemusst, aber in dieser Folge mussten wir, weil wir das Kreuz nicht hatten. Ne. Und so habt ihr auch beide Versionen mal gesehen, ne, und insofern, also schon cool, ja. Adrian, Delaney, ne, Dawn hat es nicht geschafft, Cyrus und Harriet haben es leider nicht geschafft, also Harriet ist ganz mies skalpiert worden, den Kabelmann haben wir auch noch gefunden, also den Telefonmann, ne, das ist alles, ja, der gute Dawn hat es auch nicht geschafft, aber das sagte Malcolm ja schon, die Wahrscheinlichkeit, dass er da rauskommt, ne, und wir haben die Veränderung gesehen, das war so offensichtlich, der war besessen, da gab es auch kein Zurück mehr, also insofern, ne, hat mich Adrians, ja, sagen wir mal, Gleichmut und Ruhe doch noch ein bisschen so, ne, deswegen, ich ja das öfteren mal erwähnt habe, dass ich schon lange weg gewesen wäre. Das würde ich auch jetzt noch unterschreiben. Ja, Leute, wir haben es gepackt. Ich werde es auf jeden Fall im Anschluss noch eine Folge aufnehmen, wo ich euch die ganzen Tode mal zeige. Ne? Das ist nicht ganz einfach, weil bei einigen Toden kackt mir das Spiel ab. Aber dann werde ich das zusammenschneiden. Wir werden es auf jeden Fall, ein paar Tode möchte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne zeigen. Ne?
Und werden nicht alle sein, weil wie gesagt, die ganzen Dornmorde sind relativ unspektakulär, aber das Monster hat da wie gesagt noch ein paar schöne Moves drauf und das werden wir mal gucken. Dann sage ich jetzt erstmal vielen, 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 vielen Dank an euch fürs treue Begleiten, für eure tollen Kommentare. Ihr wart ja teilweise auch doch schon entsetzt, ne? Insbesondere, ne? Fee, ich glaube, du warst doch Vampi, ne? Ihr wart über die Katze sehr traurig, ne? Ja, das war auch sehr traurig, ne? Und es sind viele brutale Sachen gezeigt worden. Deswegen, ne, immer der ab 18, ne, Blink vorne weg, ne? Und naja. Aber jetzt haben wir es durch und jetzt werde ich nochmal eine extra Special-Folge aufnehmen. Und liebe Leute, ne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, trotz des ganzen Trashs. Und was soll ich sagen? Mal gucken, was wir jetzt so machen, liebe Leute. Nochmal vielen, vielen Dank und in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Halt dich wacker. Ciao, ciao. Und ich denke mal, ich werde jetzt noch eine Bonusfolge mit den Toten aufnehmen, sagt euer Spielkind. 45. Ich weiß auch nicht. Das ist vorbei. Da steht's. Sierra Scaridos. Geschafft.